Willkommen. Ich teile jetzt gerade noch meinen Bildschirm und dann hoffe ich, ist alles sichtbar. Und damit ist dann auch die Frage beantwortet, wann geht es hier los? Jetzt geht es los. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu diesem kleinen Impuls. Eine halbe Stunde Zeit haben wir. Das wird ein bisschen sportlich für mich. Sie haben das hoffentlich große Vergnügen, zuhören zu können und mir Fragen zu stellen und sich ein bisschen inspirieren zu lassen von Virtual Literacy, das Ich im digitalen Raum. Und da wir schon beim Ich sind, möchte ich mich ganz kurz vorstellen, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ich bin seit über 20 Jahren Unternehmerin, arbeite als Wirtschaftsphilosophin, als VUCA-Expertin, beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Veränderungsdynamik, bin seit sehr vielen Jahren Lehrbeauftragte an der Uni Köln und habe im Rahmen der Arbeitsgruppe Hochschulbildung im digitalen Zeitalter und der Nachfolgearbeitsgruppe KI, Algorithmen und Big Data auch hier am Hochschulforum Digitalisierung sozusagen als Externe mitgearbeitet. Und möchte Sie heute in das Thema sozusagen entführen, Virtual Literacy, das Ich im digitalen Raum. Und dazu habe ich Ihnen drei Aspekte mitgebracht. Zunächst einmal möchte ich Sie willkommen heißen, nicht nur hier zu der Veranstaltung, sondern auch in der Digitalität. Und im zweiten Aspekt oder im zweiten Teil schauen wir uns an, was heißt denn die Digitalität und das Selbst? Was könnte das für uns bedeuten? Was sind vielleicht auch Mechanismen, die wir bei uns schon entdeckt haben oder Herausforderungen, Hürden, die wir eventuell auch in Zukunft noch zu nehmen haben, wenn es darum geht, sich auch anzuschauen, wie wird sich denn auch unter Umständen digitale Lehre weiterentwickeln? Worauf sollten wir achten, wenn wir mit den Menschen hinter dem Bildschirm zusammenarbeiten? Und das ist dann auch der dritte Teil, Virtual Literacy. Es sind Denkanstöße, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Keine finalen Antworten. Die kann es aus unterschiedlichen Gründen tatsächlich auch noch gar nicht geben. Warum das so ist, das werde ich in den nächsten Minuten versuchen, Ihnen mit auf den Weg zu geben. Wir gucken uns zunächst an die Digitalität. Was heißt das eigentlich? Und warum spreche ich von Digitalität und nicht von Digitalisierung? Und damit fangen wir an. Digitalisierung, einfach nur noch mal zur Begriffsbestimmung. Was heißt das eigentlich? Digitalisierung hat drei Bedeutungen plus eine vierte, die ich aus philosophischer Sicht hinzufüge. Wir reden bei der Digitalisierung nicht erst seit 2020 oder seit vielleicht 5, 6 Jahren, sondern tatsächlich schon seit mindestens den 80er Jahren des letzten Jahrtausends und Jahrhunderts über digitale Umwandlung von Information und Kommunikation. Wir reden über digitale Modifikation von Geräten und Fahrzeugen beispielsweise. Wir reden über die digitale Revolution, das Informationszeitalter, in dem wir auch nicht erst seit letztem Jahr befindlich sind, sondern schon viel, viel länger. Und ich möchte eine weitere Definition hinzugeben, die ich aus philosophischer Sicht für wichtig halte, die wir uns zu Gemüte führen sollten oder zumindest mal in unsere Überlegungen mit einbeziehen sollen. Denn Digitalisierung bedeutet letztendlich auch eine Revolution des Denkens. Viele Denkprozesse, auch viele Lernprozesse funktionieren in der digitalen Welt ganz anders als in der analogen Welt. Und in dem Moment, wo wir über die Revolution des Denkens sprechen, sind wir automatisch in einem Teilgebiet der Metaphysik und damit auch in einem Teilgebiet der Philosophie. Letztendlich bedeutet Digitalisierung, wenn wir es auf einen gemeinsamen Nenner bringen, bedeutet Digitalisierung, dass wir die Welt dematerialisieren und in der Folge jegliche Immobilität aufheben. Und das wiederum hat natürlich Folgen auf uns als Individuum, auf die Wahrnehmung unseres Selbst. Und ich möchte Ihnen das an Beispielen zeigen, dass die Dematerialisierung schon lange bei uns angekommen ist. Wir haben beispielsweise Handel ohne Ladengeschäfte, das nennen wir Amazon. Wir haben Hoteldienste ohne Hotels, das heißt Airbnb. Wir haben Währungen ohne Münzen und Scheine, das sind Bitcoins oder sonstige digitale Währungen. Wir haben ein Meeting ohne Raum, beispielsweise Zoom oder auch heute hier die Veranstaltung findet statt in einem digitalen Raum, der unendlich groß ist.
den wir für uns selber sozusagen mental in vier Wände einkleiden müssen, damit wir überhaupt eine Vorstellung davon haben, wo bewegen wir uns gerade. Und wir lesen Bücher ohne Papier, ganz selbstverständlich. Es fing mal an mit einem PDF und heute können wir über Kindle Unlimited oder an alle möglichen anderen Tools digital unsere Bücher lesen. Das heißt, die Dematerialisierung, die ist schon lange bei uns in der analogen Welt angekommen, aber jetzt seit letztem Jahr natürlich auch praktisch in unglaublich vielen auch privaten Interaktionen und natürlich auch in der Hochschulinteraktion oder eben in unserer täglichen Arbeit. So, und das bedeutet, wir sind über die Digitalisierung schon lange hinweg. Die Digitalisierung ist Geschichte. Weil wenn wir das unterscheiden, Digitalisierung und Digitalität, dann bedeutet die Digitalisierung eine Zeit des Übergangs. Ich vergleiche das immer mit der Demokratisierung. Da sprechen wir auch so lange von der Demokratisierung, wie sich beispielsweise eine Nation auf die erste Wahl vorbereitet, solange sie noch nicht das erste Mal sozusagen demokratisch gewählt hat, ist es noch keine Demokratie, sondern dieses Land, die Nation befindet sich in der Vorbereitung zu dem demokratischen Prozess, der dann stattfindet. Und das bedeutet, wir haben in der Digitalisierung letztendlich ähnliche Prozesse. Wir haben immer noch den Duktus der Neuheit gepflegt bis 2018 oder 2019. Ja, wir haben ausprobiert. Wir haben auch gerne die Digitalisierung weggeschoben, haben auch im Hochschulbereich gesagt, das brauchen wir nicht, das funktioniert analog alles super. Wir veranstalten selber einen großen Messekongress, die Women at Work. Und haben natürlich auch 20 Jahre lang analoge Veranstaltungen gemacht, haben immer gesagt, das Digitale brauchen wir nicht. Analog funktioniert super. Und dann funktioniert analog auf einmal nicht. Und jetzt ist sozusagen der Schwung geschafft seit letztem Jahr, würde ich persönlich aus meiner Perspektive sagen, der Prozess des Übergangs, der ist vorbei. Wir sind im Zustand angekommen, dass wir uns mit der digitalen Welt sozusagen auseinandersetzen dürfen. Das heißt, wir brauchen jetzt Mündigkeit im Umgang, genauso wie wir beispielsweise in einer Demokratie Mündigkeit im Umgang brauchen mit den demokratischen Strukturen. Wir brauchen klare Infrastrukturen, ähnlich wie in einer Demokratie auch. Wir müssen ganz genau wissen, was haben wir zu tun, was steht uns zur Verfügung. Und wir brauchen jetzt ein Digitalisierungsbewusstsein. Und erneut sind wir in philosophischen Gedankengängen, denn auch hier sprechen wir von einem Bewusstsein. Und in dem Moment, wo sich unser Bewusstsein in Bezug auf die Digitalisierung verändert, verändert sich natürlich auch unser Selbstbewusstsein. Und das ist spannend, weil wir hier an dieser Stelle sozusagen in der Digitalität angekommen natürlich uns auch darüber Gedanken machen müssen, wie verändert denn die Digitalität unser Selbst? Muss sich unser Selbst überhaupt verändern? Und was macht das Digitale und das Analoge mit uns? Und wie finden wir uns hier zurecht? Und Herr Sechtig hat dir schon geschrieben, es ist doch eigentlich eine Verschiebung des Materiellen. Es wird sozusagen aus dem Blick genommen und verschwindet im Hintergrund. Ja, es ist natürlich noch da. Und das ist ja auch das Spannende und das möchte ich Ihnen hier an dieser Stelle zeigen. Analog versus digital. Ist es für uns wirklich so neu oder bewegen wir uns nicht tatsächlich in einer Welt, die uns eigentlich total vertraut sein könnte, wenn wir die Perspektive wechseln? Und ich habe hier versucht, Ihnen mal recht einfach eine Übersicht zu machen zwischen materialisierter Realität und der dematerialisierten Realität. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns in der realen Welt befinden, haben wir Materie um uns herum. Wir können die Wände anfassen, in denen wir uns bewegen von den Räumen. Ne? Wir können testen, ist das wirklich echt? Und sagen, ja, das fühlt sich rau an, da ist Widerstand. Also da scheint tatsächlich Materie zu sein. Im digitalen Raum kann ich den Raum, in dem ich jetzt gerade zu Ihnen spreche, den kann ich nicht bewegen. Oder berühren. Also bewegen kann ich ihn auch nicht, es sei denn, ich würde meinen Bildschirm verschieben. Aber der Bildschirm ist die Materie, nicht das, wo wir uns sozusagen jetzt treffen. Das heißt, in der dematerialisierten Realität treffen wir uns genau wie jetzt auf geistiger Ebene. Wir tauschen Informationen und Ideen aus. Das haben wir Jahrtausende schon immer gemacht. Das ist nichts Neues.
Das heißt, wir bewegen uns im digitalen Raum hauptsächlich aus meiner Perspektive in einem sehr geistigen Raum. Das heißt, wir können die geistige Materie oder das Geistige sozusagen ist unbegreiflich im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir können intuitiv, fühlbar, verständlich den Raum begreifen. Und das ist für mich die ganz, ganz große Chance, die in der Veränderung des Selbst liegt im digitalen Raum, weil der soziale Raum, wie Janine, den Nachnamen kann ich jetzt gerade nicht sehen, wie Janine schreibt, das Soziale verschwindet nicht. Und das ist das Spannende, was wir uns aus meiner Sicht bewusst machen dürfen. Intuitiv, fühlbar, verständlich können wir einander auch, gerade auch im digitalen Kontext nah sein, weil viele andere Sinnesorgane ausgeschlossen sind und uns nicht ablenken, können wir uns, sage ich mal, auf fühlbarer Ebene ganz anders auf die Menschen einlassen und vielleicht sogar viel konzentrierter und viel fokussierter mit den Menschen kommunizieren. Es hängt jedoch an, oder was wir auch beobachten können, ist im digitalen Raum und insbesondere aus meiner Sicht in den letzten 2 Jahren, ist ein verändertes Selbstverständnis. Wenn wir überlegen, wie wir ursprünglich in der analogen Welt, ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber in der analogen Welt gelernt haben, dann sind wir vom Wir, also vom Lernen mit den Eltern beispielsweise, vom Lernen im Kindergarten mit dem direkten, ganz persönlichen Umgang, wo uns gezeigt wurde, wie die Dinge funktionieren, sind wir vom Wir zu einem kollektiven Ich herangewachsen. Das heißt, wir haben in der analogen Welt immer noch ein Verständnis dafür, dass wir Teil eines großen Ganzen sind, nämlich einer materiellen Realität, die wir wahrnehmen, fühlen, spüren, sehen, hören, riechen können. Seit 2 Jahren bewegen wir uns in der Digitalität. Das heißt, das fraktale Ich muss zu einem virtuellen Wir werden. Unser Ich ist insofern fraktal durch das Social Distancing, aber auch durch das große Maß an Flexibilität, was beispielsweise Richard Sennett in seinem Buch Der flexible Mensch schon geschrieben hat. Und da hat er sich überhaupt noch nicht auf die Digitalität bezogen, sondern er sagte damals, in dem Moment, wo wir lernen müssen, unglaublich flexibel zu sein, um uns auf die Veränderung im Außen anpassen zu können, fängt etwas an, das hat er genannt, die Korrosion des Charakters, eine fraktale Persönlichkeit hat er das genannt. Und das haben wir jetzt natürlich, dass durch das Social Distancing ist das nochmal sozusagen auch im Außen sichtbar geworden. Das heißt, wir sind sozusagen jetzt in einem fraktalen Zustand. Wir haben eine Realität, die kein Ganzes mehr ist, die auch sichtbar im Außen gespalten ist. Und gleichzeitig sind wir jetzt gezwungen, sozusagen in ein virtuelles Wir zu rutschen, wenn wir in der Digitalität und in dem digitalen oder mindestens hybriden Kontext weiterarbeiten, lernen oder lehren. Und ja, das Buch ist im Prinzip sozusagen schon eine erste Distanz zur Welt. Aber dadurch, dass ich das Buch noch anfassen konnte oder auch immer noch anfassen kann, also Bücher aus Papier gibt es ja nach wie vor, dadurch ist sozusagen der Realitätscharakter sehr viel stärker gegeben, als wenn wir jetzt beispielsweise uns in der digitalen Welt Informationen anschauen oder Informationen teilen. Und die große Frage ist ja, und das gilt letztendlich ja auch für die Lehre, wie schaffen wir es denn, von dem fraktalen Ich zu einem virtuellen Wir hinzukommen? Und dazu müssen wir individuell, aber auch als Kollektiv eine Hürde überspringen, die aus meiner Perspektive so aussieht, dass wir, wenn wir jetzt sozusagen Sie an Ihrem Schreibtisch oder in Ihrem Homeoffice sind, ich bin bei mir in meinem Büro, das ist unser privater Raum. Das ist eine gewisse Intimsphäre. Also Sie sehen, ich habe meinen Hintergrund auch geblurrt, damit niemand mein Bild mit meinem Mann am Schreibtisch oder hinter mir sehen kann. Ja, das heißt also, es ist ein gewisser persönlicher Raum, der in den ich Sie sozusagen also einlade und das natürlich auch gerne tue, weil es ist immer noch mein Büro und nicht irgendein Wohnzimmer, in dem ich jetzt beispielsweise sitze. Aber es ist immer noch meine private Sphäre. Das heißt also, ich empfinde mich hier in meinem Büro als autonomes Subjekt.
Wenn wir jetzt aber in der digitalen Welt sind und uns insbesondere auch im Arbeitskontext austauschen, dann ist zunehmend, haben wir das Gefühl, eigentlich eher ein unfreies Objekt, eine ausführende Instanz zu sein. Weil ich beispielsweise jetzt mein digitales Bild nicht verändern könnte. Mir gefällt das nicht, dass es an der Stelle steht, wo es gerade steht. Ich hätte das gerne rechts oben oder links unten, aber ich kann es nicht verändern. Das heißt, also in gewisser Weise findet etwas Objektivierendes statt. Ich kann meinen freien Willen hier nicht zu 100% umsetzen, weil ich abhängig bin von der Technologie. Das heißt, Technologie und Software sind zuerst die wahrgenommenen Kontakte zu anderen Menschen. Wir müssen uns erst mit der Software anfreunden, bevor wir uns mit den Menschen hinter der Software und den Bildschirmen sozusagen, bevor wir da einen persönlichen Bezug herstellen können. Das heißt, es entsteht sehr schnell das Gefühl, keinen Handlungsspielraum zu haben. Die Technologie ist der stärkere Aspekt. Der Technologie muss ich mich unterordnen, um überhaupt interagieren zu können. Und was wir eben auch erleben, ist, dass in dieser Invasion vom Fremden ins Private finden Machtgefälle statt. Das Rollenverständnis ändert sich, ohne dass sich aber tatsächlich was verändert. Das merken Sie unter Umständen, wenn Sie mit Vorgesetzten oder Kolleginnen und Kollegen sprechen. Ich sage mal, Insignien der Macht, die man im Hochschulkontext, aber auch im Unternehmenskontext ganz selbstverständlich hat, in Form von tollen Büros oder den Parkplätzen direkt vor der Hochschule oder wo auch immer, diese Insignien der Macht, die spielen im digitalen Kontext überhaupt keine Rolle mehr. Das bedeutet, auch hier finden Verschiebungen statt. Das, was ich mir im realen Leben erarbeitet habe, das ist an der Stelle unter Umständen gar nicht mehr relevant, wenn wir im digitalen Kontext uns miteinander bewegen. Das heißt, wir haben diverse Hürden hier zu übernehmen oder zu überspringen, muss man ja im sportlichen Kontext sagen. Und das bedeutet dann auch, wie kommen wir, wenn wir diese Hürden genommen haben, zum Virtuellen. Also wie können wir sozusagen die Technologie in den zweiten Rang schieben? Wie können wir es schaffen, dass wir der Technologie nicht die massive Bedeutung zumessen, wie wir es unter Umständen im Augenblick tatsächlich in vielen Bereichen noch tun? Und dazu ist zunächst erstmal ein bewusstes Erinnern notwendig, dass wir merken und auch erkennen, am anderen Ende sitzt ein Mensch mit Gefühlen und Meinungen. Nähe entsteht, und das ist eben der geistige Raum, den wir uns bewusst machen können, Nähe entsteht virtuell, auch durch Empathie und Vertrauen. Ich kann niemanden umarmen, aber ich kann beispielsweise durch Kommunikation sehr deutlich machen, ich freue mich, dass Sie da sind. Oder ich könnte sagen, fühlen Sie sich umarmt. Wäre jetzt in diesem Kontext vielleicht nicht ganz so angemessen. Aber in dem Moment nehmen wir sozusagen die Kommunikation mit anderen wahr. Und durch unsere Worte können wir Taten ersetzen. Im Positiven wie im Negativen. Ne? Auch das natürlich. Wir brauchen dazu aber ein sehr hohes Maß an Selbstverantwortung und Mündigkeit im Umgang nicht nur mit der Technologie. Das ist tatsächlich die zweite Reihe, die Technologie einnimmt, sondern ein hohes Maß an Selbstverantwortung und Mündigkeit im Umgang mit uns selbst und in der Wahrnehmung. Wie wollen wir als Mensch beispielsweise vor der Kamera wahrgenommen werden? Wie wollen wir uns als Mensch innerhalb des Virtuellen verhalten? Welche Rolle wollen wir einnehmen? Das heißt, wir brauchen hier ein ganz neues Maß an Proaktivität, die wir im analogen Kontext ganz selbstverständlich haben durch Gestik, Mimik, durch das Flurgespräch, die im digitalen Kontext wegfallen. Das heißt, Proaktivität entsteht aus meiner Perspektive nicht mehr primär durch den Sog der Gruppe, die ich im analogen Kontext habe, wo ich sozusagen durch Gruppenimpulse animiert werde, etwas zu tun, sondern es entsteht dadurch, dass ich individuell meine eigene Rolle erkenne und die im virtuellen Kontext anfange zu gestalten. Und da sind wir
bei einem ganz wesentlichen Aspekt, dass wir eben nämlich nicht handlungsunfähig sind vor dem Bildschirm, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht sogar, und das wäre zu diskutieren, nicht vielleicht sogar viel mehr Handlungsfreiheit haben, viel mehr Gestaltungsfreiheit, weil es jetzt auf zwischenmenschliche Kommunikation ankommt. Und das vergessen wir im digitalen Kontext. Darüber haben wir noch kaum diskutiert. Wir diskutieren über die Technologie. Wir diskutieren über, wie gehe ich mit der Technologie um. Aber wir diskutieren viel zu wenig darüber, wie gehen wir eigentlich mit uns selbst und mit den anderen um. Und das, denke ich, ist ein weiterer Aspekt, den wir uns zumindest in Betracht ziehen sollten oder über den wir vielleicht auch durchaus in Lerngruppen, in Teams, in Arbeitsgruppen diskutieren sollten. Was passiert eigentlich, wenn ich mich permanent vor der Kamera sehe? Oder wenn Sie mich vor der Kamera sehen, aber ich weiß gar nicht, wer hier wirklich im Raum ist. Ich sehe die Kommentare, die Sie geschrieben haben. Ich fühle auch, dass jemand da ist, aber ich sehe Sie nicht. Für mich sind alle die, die sich jetzt noch nicht geäußert haben, im Prinzip eine sehr anonyme Gruppe. Das bedeutet, ich in dem Moment brauche ein großes Selbstverständnis von meiner Person, dass ich mich Ihnen mit Kamera zeige, dass Sie mich sehen können. Weil natürlich weiß ich, dass, keine Ahnung, wie viele Leute hier im Chat sind, dass mich, ich sag mal, hunderte Augenpaare jetzt gerade angucken und beobachten. Das muss ich aushalten können. Ich könnte die Kamera auch ausmachen. Ich will es aber nicht, weil ich als persönlichen Aspekt, das, was ich reinbringen kann in die Gruppe, ist mein Bild. Das ist das, was Sie von mir sehen können. Meine Gestik, meine Mimik, lache ich nicht, das können Sie zwar auch hören, aber schöner ist es, wenn man es sehen kann. Das heißt, diese sozusagen anonyme Musterung muss man aushalten können. Und viele können das nicht aushalten. Ihnen ist nicht bewusst, dass es eine anonyme Musterung sozusagen gibt. Das heißt, das Ich ist permanent im Spiegel der eigenen Kamera. Und das muss man aushalten können. Und man muss auch aushalten können, dass ich eventuell nur digitale Avatare habe oder schwarze Bilder. Und das bedeutet, wir erleben auch, wenn Sie beispielsweise den Studierenden bei den Studierenden den Wunsch äußern, bitte macht die Kamera an, dann machen die das vielleicht aus Obrigkeitsdenken, machen sie die Kamera an. Aber auch Sie als Lehrende haben vielleicht permanent das Gefühl, die schauen ja weg oder die gucken gar nicht in die Kamera, sondern gucken irgendwo hin. Und das kann ja auch irritieren. Das heißt also, wir sind konfrontiert mit einem permanenten Wegschauen. Wir erleben Anonymität in Bezug auf unsere Interaktion. Das kennen wir nicht. Das erleben wir auch im analogen Kontext im Prinzip nicht. Das heißt, hier entsteht eine völlig neue Form von Druck, auch sozialem Druck, weil Menschen anfangen zu glauben, im digitalen Kontext bin ich, auch was die Videokamera angeht, ich bin plötzlich vergleichbar. Ich kann mich nicht mehr hinter einem Buch verstecken, ja, weil die Referenten wollen ja, dass die Kamera an ist. Also wo habe ich den Raum, sozusagen auch eine gewisse Anonymität zu haben? Wenn ich die Kamera anmachen muss, nirgendwo. Das heißt, die Angst vor öffentlicher Blamage steigt und es entstehen hier unter Umständen ganz neue Community-Zwänge. Und was weiterhin entsteht, und das ist das, was wir vielleicht als Erwachsene, die unter Umständen die analoge Welt noch kennengelernt haben, es entsteht etwas, was wir als paradox empfinden, weil wir nämlich tatsächlich folgende Mechanismen sehen und vielleicht auch an uns selber erleben. Wir haben einerseits, insbesondere im Lernkontext oder auch im Teamkontext, wo es um Leistung geht, wo es auch um Beurteilungen geht, wo es unter Umständen auch ganz klassisch um Noten geht, haben wir Hemmungen, uns digital zu öffnen. Gleichzeitig erleben wir aber, insbesondere auf den sozialen Medien, eine totale Hemmungslosigkeit und auch die Freiheit, dass wir uns digital öffnen können, in alle Bereiche, egal ob das Sinn macht oder nicht. Ja, das heißt also einerseits totale Hemmung, andererseits Hemmungslosigkeit. Einerseits, und dann wiederum erleben wir eine persönliche Ansprache, beispielsweise Arbeitgeber, die neuerdings mit dem Hashtag arbeiten gerne per Du, was ich anmaßend finde ohne Ende.
ich will vielleicht die Leute gar nicht duzen, sondern ich möchte die Freiheit haben, ja, die Menschen nach wie vor dann duzen zu können, wenn ich ein gewisses Vertrauen und eine gewisse Nähe aufgebaut habe. Gleichzeitig erlebe ich aber beispielsweise die gleichen Personalverantwortlichen, die dann in einem digitalen Kontext, in einem digitalen Gespräch, auf einer digitalen Messe ihre eigene Kamera aushaben. Und das macht keinen Sinn. Ja, das ist ein totales Paradox, was wir hier erleben. Und wir haben natürlich, was uns selbst betrifft, unter Umständen immer mal wieder so Aspekte zwischen Narzissmus, ich sehe mich permanent in der Kamera, es ist ein permanenter Spiegel, ich kann mich jetzt ja auch hier hinsetzen und meinen Lippenstift nachziehen, das habe ich vor der Kamera auch schon mal erlebt, dass das passiert ist, ja, und gleichzeitig aber eben auch eine gewisse Form von Selbsthass, wenn man sich im Spiegel noch nie hat gerne anschauen mögen, ja, dann ist jetzt diese Zeit, wo wir uns digital sehen, natürlich für viele durchaus unerträglich. Das heißt, wir brauchen etwas, was ich nenne Virtual Literacy. Also wir brauchen ein virtuelles Selbstverständnis und auch eine Form von Selbstbewusstsein, die wir in den virtuellen Raum übertragen. Und wir sind hier an dieser Stelle tatsächlich, glaube ich, in allen Forschungsbereichen unfassbar frisch dabei. Also ich glaube, es gibt hier in diesem Bereich noch ganz, ganz wenige Forschungen und ich glaube, wir sind hier noch lange, lange, lange nicht am Ende, weil sich hier tatsächlich in allen Fachgebieten unglaublich interessante Erkenntnisräume auftun. Ich habe versucht, es aus der philosophischen Sicht zu betrachten, weil aus philosophischer Sicht braucht man nicht unbedingt Studien, sondern hier ist tatsächlich ein Aspekt, dass wir durch Nachdenken und durch Neudenken und auch durch kreatives, innovatives Denken vielleicht zu einigen Lösungsansätzen selber kommen. Wir haben einerseits die digitale Welt, wir haben die analoge Welt, das hatte ich eben schon gesagt. Das heißt, wir haben so etwas, was man mittlerweile nennt, einen digitalen Dualismus. Wir sehen beide Welten immer noch sehr getrennt. Also wir haben das virtuelle Scheinbare, wir haben das Reale, das Eigentliche, das Anfassbare, das Begreifbare und das Unbegreifliche. Wir haben in der digitalen Welt oftmals so ein fraktales Gefühl. Wir loggen uns ein, wir loggen uns raus, wir springen von Raum zu Raum. Ja, auch Ihnen steht ja die Möglichkeit zu, jetzt quasi von einem Raum in den anderen zu hüpfen. Wenn Sie das, was ich sage, nicht gut finden, dann können Sie gehen. Ja, und ich merke das nicht. Und das ist eine gewisse Freiheit, die da ist. Aber natürlich hinterlässt das bei uns auch fraktale Informationsbrocken, mit denen unser Gehirn nicht arbeiten kann, weil es final nicht anschlussfähig ist. Unser Gehirn, man kann mit diesen Informationsbrocken, die wir durch das Hin- und Herhüpfen digital nicht besonders gut arbeiten. Das heißt also, wir haben hier unterschiedliche Welten, in denen wir uns bewegen, aber auch das ist tatsächlich nicht wirklich neu. Denn die Technik hat unsere Welt schon immer physisch erweitert. Es fing an mit der Schrift, als wir anfingen, sozusagen die Information vom Menschen zu trennen. Das ging übers Fax, übers Telefon, haben wir alles schon gemacht, haben wir als Menschheit auch alles bestanden und haben uns weiterentwickelt. Und ich denke, vor genau dem Aspekt oder vor genau dieser Situation stehen wir jetzt auch. Das heißt, was wir brauchen, ist aus meiner Sicht Virtual Literacy. Literacy selbst bedeutet, das kennen Sie aus Ihren Kontexten sicherlich schon, ist ja sozusagen ein Kontextverständnis, was ursprünglich aus dem Lese- und Schreibverständnis kommt. Und in dem Moment, wo wir Virtual Literacy sozusagen mit dazu nehmen, würde das aus meiner Sicht bedeuten, dass wir in dieser erweiterten Realität, in der wir uns bewegen, lernen, den Dualismus aufzuheben zwischen digitaler und analoger Welt. Und wie wir das tun, entscheiden wir individuell, entscheiden wir als Gruppenprozess, entscheiden wir aber auch tatsächlich in jeder neuen Situation, weil wir tatsächlich anfangen, die Dinge auszuhandeln. Das heißt, wir brauchen hier an dieser Stelle eine Reform unseres persönlichen, aber auch unseres kollektiven Erkenntnisprozesses. Ein neues Verständnis für ein neues Miteinander. Wir haben in der rein analogen Welt haben wir die Realität mit uns abgeglichen, sind zu einer Erkenntnis gekommen und haben unser Selbst in der Realität, in der wir uns bewegen, angepasst und verändert.
Jetzt kommt das Digitale hinzu und es bleibt. Das heißt, wir haben einerseits die Technologie, wir haben das fraktale Wir in einer virtuellen Welt und müssen auch jetzt immer noch den Realitätsabgleich schaffen. Und das heißt, wir haben sozusagen mindestens zwei Stufen von Erkenntnisprozessen, die jetzt dazugeschaltet werden. Und dadurch vergrößert sich sozusagen unser Erkenntnisprozess, er verlängert sich vielleicht und wir bringen das Digitale und das Analoge zusammen. Und um das zu tun, wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, dass wir in unterschiedlichen Aspekten uns wirklich bewegen zu neuen, vielleicht sogar digitalen, aber insgesamt zu neuen Ufern. Wir könnten uns aus der Philosophie bedienen und Kant zu Hilfe nehmen, der gesagt hat, handle nur nach denjenigen Maximen, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde, also der kategorische Imperativ. Das bedeutet ein gemeinsames Aushandeln. Was soll denn im digitalen Kontext für uns individuell, kollektiv, aber auch in einzelnen Lerngruppen, was soll denn ein allgemeines Gesetz sein? Wie möchten wir die Welt miteinander gestalten? Das ist das, was wir jetzt anfangen dürfen zu tun. Wir müssen es sogar tun, weil wir ja mindestens hybrid in irgendeiner Form weiterarbeiten und lehren. Wir können weiterhin Sartre zu Hilfe nehmen, der gesagt hat, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Ich bin sofort fertig, ich brauche nur eine Minute. Das heißt, wir können hier Dilemmata auflösen. Wann empfinden wir Freiheit? Welche Freiheit wollen wir sozusagen ausleben? Die Unfreiheit, die wir im digitalen Kontext spüren, entsteht ausschließlich im Kopf. Und wir können uns an der Buddha-Lehre sozusagen vielleicht auch ein bisschen orientieren, die sagt, es gibt das Nicht-Selbst. Die persönliche Erkenntnis hier lautet, keine Existenz hat ein festes, unveränderliches Selbst, sondern wir sind in der Lage, uns anzupassen. Und mindestens diese drei philosophischen Aspekte könnten uns helfen, Virtual Literacy in einen neuen Kontext zu setzen, die digitale und die analoge Welt miteinander zu versöhnen. Und jetzt bin ich vorbei mit dem Ende. Und ich habe, glaube ich, keine wirkliche Zeit für Fragen. Liebe Antonia Dittmann, bitte verzeihen Sie mir in 3 Minuten über die Zeit. Genau, vielen Dank für diesen Vortrag. Wir haben jetzt wirklich leider keine Zeit mehr für Fragen. Aber vielleicht darf ich auf meine Kontaktdaten verweisen und wenn Sie Fragen haben, gerne auch über LinkedIn. Vielleicht geht das. Genau, wunderbar. Dann beende ich die Session jetzt. Vielen Dank. Danke auch. Melanie Vogel und alle Zuhörerinnen. Tschüss. Tschüss.